Neuer Tag, neues Glück. Mal wie immer erst die Aufträge. Jeden Tag eine Nachricht. Mein C hat Kopfweh. Mein Handy hat Fieber. Ich glaube, Akku ist kaputt. Was soll ich eigentlich für die Woche noch machen? Das machen wir mal als erstes. Das ist abgeschlossen. Ja, wie geht's jetzt weiter? Das war gar nicht da, sondern das war hier im Reiselog, glaube ich. Oder? Das habe ich mal schon alles abgeholt. Später. Da war es auch nicht im Reiselog. Da war es in der namenlosen Ehre. Tagesmission. Schon mal abholen. Treble ist passt und die 500 Aktivität. Wochenmission. Schließe 20 Mal Blütenkelch ab. Und verbrauche Treble's Kraft. Sesengmuseum haben wir schon alle. Okay, 20 Mal Blütenkelch. Gut. Welchen ist wohl wurscht? Da gibt's Zeug. Den brauchte ich den nicht noch irgendwie. Und hier gibt's Updates. Eta. Wie viel fehlen mir denn eigentlich noch? Hätte ich jetzt mal gucken sollen. 11 oder so, ne? Dann müssen wir wieder zurückgehen. Schließe. 11. 11 Mal muss ich noch machen. Wenn dem so ist, ist dem so. Momentan habe ich doch alles. Da hole ich mir doch lieber hier den Äther zur Nicht-Kegel-Hochstufung. Aber habe ich denn nicht schon irgendwie so viele auf 60? Aber weißt du was? Ich mache 10 davon und 6 davon und 6 von dem anderen fertig. Einmal machen mit Unterstützung. Weil da gibt es ja auch wieder was. Kava, wer ist Kava? Esch, Pfi.
Wir machen Fee hinzufügen. Auf geht's. So schwer können die nicht sein. Nicht so der Hit. Hätte ich doch nicht gleich 6 machen sollen. Survive or be destroyed. There is no other choice. Who next? Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Show no mercy. Who's next? Power. Here, the thunder. Nicht viele LPs, sondern ganz schön Schaden. So, da gibt es ein bisschen Ätherzeug. Und 300 XP. Und dann gehen wir hier nochmal in die. Da und in die. Wochen. Und jetzt brauche ich noch 5 Stück. Dann nehmen wir mal eine Kaminrote und das hier. Mir fehlt noch so eine Taste überspringen. Die würde ich mir wünschen. Und dann zeigt dir eine kleine Statistik an. Das ist ja irgendwie langweilig. Oder dass es nochmal schneller geht. Jetzt nur mal die automatischen Kämpfer an und naja. Na, besser als selber spielen. Wird halt doch auf der Dauer langweilig. Ja, und die Figuren pimpen ohne Mission ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. Ich will neue Gegenden, ich will neue Missionen. Sachen entdecken.
survive or be destroyed. There is no other choice. Sie sollten in Genshin Impact mal einen Autokampf einbauen. Das wär's. Taste drücken, Autokampf. Aber der Kampf ist ja so, dass der war ja immer pro Monster. Dann ist das Monster abgestürzt. Du hast irgendwie eine Viertelstunde drauf geklopft. Dann stürzt das irgendwie vom Felsen. Müsste eigentlich tot sein, aber nein! Es teleportiert sich jetzt hier wieder mit voller Kraft vor deine Nase. Aber du kriegst natürlich nichts mehr dazu an Kraft. Deine Kraft bleibt weg. Ja. Das sind die Sachen an Genshin Impact, die mir stinken. Und das ist ja ständig dann kämpfen. Oh, das ist richtig anstrengend bei denen. Okay. Was will der Guy denn noch? Und das kann ich abholen, das kann ich abholen. Und schon bin ich schon wieder voll. So. Das tägliche Training haben wir abgeschlossen. Die namenlose Ehre. Da habe ich... Ach, Trailblaze-Kraft muss ich noch ein bisschen verbrauchen. Machen wir das doch mal, indem wir... Schau, da habe ich doch noch was. Das oder das. Nehmen wir mal wieder das obere.
destroy. There is no other choice. Habe ich überlegt, was noch eine Runde um zu heilen. Jetzt heilen. Survive or be destroyed. Jetzt kann sich nicht mehr bewegen. Aua! Blödes Monster! Ich glaube, du wirst sterben. Jetzt kommt der mal wieder. Ich werde dir deine Pixel verbeulen! Mal den anders Echo des Krieges machen. Was? Ja, ich muss noch was verbrauchen. Oh, geht doch nichts mehr. Naja, dann machen Relikte, Relikte, Relikte. Relikte, Relikte, Relikte. Einmal kann ich noch. Die will ich. Thank you.
So, gleich mal heilen. Ja, schon angeschlagen den Kampf gegangen. Wurde noch nicht ertäuscht. So, dann sind wir da mal raus. Und ich müsste ich doch hier. Komisch, dass da keine. Okay, die Wochenmission haben wir alle, die Tagesmission haben wir alle und die Saisonmission haben wir alle. Und hier bin ich eh 50 und komme nicht weiter. Also, wozu mache ich das eigentlich noch? Da gibt es bestimmt auch Punkte. Und außerdem aus Gewohnheit. Erfolge. Guck mal, da gibt es noch was. So, was sagt der Guide? Mir fehlen noch ein paar bei der Simulation. Na, dann steigen wir da auch noch mal ein. Natürlich in Welt 6. Soll ich mal Bewahrung nehmen? Vielleicht kriege ich ein Bewahrungseidola. Wie war denn das? Ist Zerstörung ist gut. Auch nicht schlecht. Das ist Hochgefühl. Aber nur durch Folgeangriffe. Das ist Schildmenge. Ja, ich nehme wieder Zerstörung. Bestätigen.
die Pötte. Eine Kuriosität, ein Segen. Ich fange mal damit an. Bei Kampfantritt können alle Verbinder, die jeglichen Schaden außer DOT widerstehen und sich für 2 Runden immun gegen Debuffs. Mal komm. Denkst du, ist noch was? Bist hier im Simulator. Der wollte nicht so richtig. Ist doch verschwendet. Gegen so einen kleinen Flattermax. Ich wollte ja auch mal drauf achten, die zu nehmen, die ich noch nicht habe, damit ich das auch irgendwann mal voll kriege. Also wichtig ist jetzt gar nicht, dass ich schaffe. Es geht ja mehr um die Punkte voll machen. Schlecht. Survive or be destroyed. There is no other choice. Conflict is pitiless. Nap time. Show no mercy.